sagt er. Ich sage merci beaucoup, weil der Weg führt uns direkt von Italien nach Frankreich, genau gesagt nach Paris. Dort findet ja seit gestern die Fashion Week statt. Allerdings diesen Frühling auch ohne großes Star-Aufgebot. Die legendären Modeschauen gibt es Corona-bedingt nur in digitaler Form im Internet. Aber zu den Vorreiterinnen dort zählt eine Österreicherin, die Designerin Anna Barbara Aumüller, deren Wurzeln im Pongau liegen. Und sie hat sich am hart umkämpften Feld der Haute Couture durchgesetzt, unbeeindruckt vor allem durch sehr ungewöhnliche Materialien. Jeder Handgriff sitzt, doch vieles wird dem Zufall überlassen. Modeschöpferin Anna Barbara Aumüller lässt sich vom Stoff leiten, genauso wie es Frankreichs hohe Kunst des Schneiderns vorsieht. In Frankreich arbeitet man da viel mehr wie Bildhauer, viel intuitiver und künstlerischer durch die Art und Weise. In Wirklichkeit muss man dem Stoff zuhören. Also ich nehme oft dann auch den wirklichen Stoff und tun an die Puppe legen, tun an die Puppe stecken und schauen, wie er fällt. Und das heißt, man lernt, mit dem Stoff zu sprechen und zu verstehen, was er will. Weil in Wirklichkeit ist der Stoff der, der mir dann die Linien einflüstert. Um das Flüstern des Stoffes richtig zu übersetzen, braucht es das notwendige Handwerk. Das hat sich die Absolventin der Modeschule Hallein bei den Besten abgeschaut. Ihre erste Station war London. Aber das ist schon Backstage. Da ist die Vivian Westwood. Genau, die Vivian und eben der Andreas. Bei Moderebellin Vivian Westwood hat sie sich ihre ersten Spuren verdient. Westwood-Anklänge finden sich in Anna Barbara Aumüllers futuristischen Kreationen wieder. Veredelt hat die heute 37-Jährige ihr Handwerk schließlich in der Hauptstadt der Haute Couture, in Paris. Es war in Paris schon viel schwieriger, dass man da mal durchkommt. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, dass Paris war wie so eine Burg mit einer ganzen dicken Burgmauer. Das stimmt schon, es war wirklich nicht einfach, da Fuß zu fassen, aber einfach dran glauben, weiter tun, hinfallen, kein Problem, Krone richten, aufstehen, weitergehen. Die Designerin hat in fast allen berühmten Pariser Modehäusern gearbeitet und beherrscht jeden der kreativen Arbeitsschritte. Von der Skizze bis zum Laufsteg. Die Materialwahl ihrer eigenen Laufstegkreationen weist direkt in die Zukunft. Diesen Überrock ziehen Blütenblätter, die aus Plastik modelliert wurden. Also wir machen sehr, sehr viel Plastikmüll auf dieser Welt, weil man eben Plastik ist überall. Und logischerweise fängt man dann irgendwann mal an, dass man das Plastik eben wiederverwertet und auch andersartig eben verwendet. Und kannst es gerne mal anprobieren, wenn du magst. Endlich Prinzessin. An der Laufsteg-Eleganz hapert es bei mir allerdings noch. Neugier und moderner Entdeckungsgeist zeichnen Anna Barbara Aumüllers Haute Couture aus. Diese LED-Lampen reagieren auf Geräusche. Sie werden Teil eines Bühnenkleides für eine französische Sängerin, die Lichtshow ist, inklusive. Moderne Materialien treffen im Atelier auf alte Traditionen. Dieses Abendkleid ist eine Hommage an die japanische Origami-Faltkunst. Hier überlässt die Naht dem Falz den Vortritt. Also man muss sich vorstellen, wenn man ein kleines so Origami-Vogel faltet, muss man auch immer zusammenfalten, wieder auseinanderfalten. Und wenn man so ein großes Kleid hat, braucht man schon mal ganz große Tische. Die junge Modemacherin stellt gerade ihre erste vollständige Kollektion unter ihrem Namen fertig und ist schon jetzt die einzige Österreicherin in Paris, die bei den ganz Großen der Modewelt mitmischt. Da darf man sich dann schon ein bisschen Lokalpatriotismus erlauben. Und als Österreicherin habe ich mir gedacht, das ist eine schöne Idee, dass man das Österreich, die Österreich-Fahne, die Flagge, also tragen kann in einer Haute Couture-Version. Das heißt, es ist handbestickt. Mit Bodenhaftung und wachem Geist besteht die Salzburgerin seit über 15 Jahren in der hart umkämpften internationalen Modewelt.
Heimweh war wahrscheinlich stark wie in, also nach einigen Jahren Paris. Ich bin immer in der Nähe von einem See aufgewachsen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt in der Nähe von einem See lebe, weil für mich einfach Wasser ganz wichtig ist. Und nicht nur Wasser anschauen, sondern auch ins Wasser reingehen und schwimmen. Der See ist Quell ihrer Inspiration, aus dem sie bei einer Wassertemperatur von 5 Grad stets frische Ideen schöpft. Da fällt mir nichts mehr bei 5 Grad.